Ja. So, einen wunderschönen guten Morgen wünschen wir für alle Ungarn TV-Zuschauer. Jetzt, wie alle sieht, ist noch ein bisschen anders. Der Sven ist heute noch nicht da, aber wir versprechen natürlich, dass ab Montag wird wieder der Meister bei virtueller Kaffeetasse. Ja, ich wünsche auch einen guten Morgen. Ich habe hier nur alles eingestellt, damit wir auch alles sehen. Also guten Morgen, wie ich sehe, auf Facebook sind wir schon einige. Ja, wir füllen uns langsam, aber wir warten natürlich auf jeden. Ja, also das ist unsere erste Sendung zu zweit. Ja. Also Sven hat gesagt, wir brauchen eine Muppet Show in der Woche am Freitag. Also machen wir jetzt die Muppet Show so zu zweit. Ja, also ich denke, wir können beginnen. Es ist noch 29, aber ich denke mal, dass wir mit den Zahlen beginnen können. Also übergebe ich dir das Wort. Okay, so. Dann beginnen wir mit den aktuellen Zahlen. Heute Infizierte plus 1513. Das bedeutet, dass insgesamt 349.149 Infizierte sind in Ungarn. Tote plus 111. Das bedeutet, dass insgesamt sind 11.177 Menschen leider in Corona schon gestorben. Jetzt sage ich auch verheilte. Diese Zahlen sind jetzt deswegen sehr interessant, weil kann man sehen, dass doppelt mehr verheilte sind wie aktiv Infizierte, was natürlich eine sehr gute Nachricht ist. Verheilte insgesamt 225.021 und aktiv Infizierte 112.951. Das ist schon, denke ich mal, ein gutes Zeichen, dass hoffentlich wird immer weniger aktiv Infizierte und alle verheilt. Im Krankenhaus momentan, in Krankenhäusern sind momentan insgesamt 4.600 Patienten und davon auf Beatmungsgerät sind 337. In häuslicher Quarantäne sind heute, also momentan 25.678 Menschen. Und Test wurde bis jetzt 2.918.096 durchgeführt. Das waren die aktuellen Zahlen. Und jetzt, ja, der Wechselkurs, was ich am Montag fast vergessen habe, aber der Nico hat mir geholfen. Heute 360 Forint ist 1 Euro. Und ich glaube, was ganz interessant wäre, wie wird das Wetter für Wochenende? Was können wir planen? Nico, was Ja, ich hast habe du? das Wetter für euch und natürlich trinken wir doch Oh ja, zuerst stimmt. den ersten Also, Schluck. wie soll man davon trinken? Weil erste Mal trinke ich von dieser Ja, das ist ganz Kaffeetasse. tückisch, das habe ich schon gestern gezeigt. Das ist ja der Hungaroring. Ist ganz interessant, aber sehr gefährlich, daraus zu trinken, weil manchmal kommt es auch an der Seite raus. Also ich habe hier diese kurze Strecke gefunden, die Aha, ganz wow. praktisch ist zum Trinken. Ja, hier beim Aha. Ungarn TV-Logo. Und da kann man aber vielleicht nicht in diese Richtung, sondern in diese Richtung ein Ah, bisschen. Und okay, ja, weil dann ist alles ein okay. bisschen schwer. Ja, Aber also dann Prost. Prost. Du trinkst Kaffee, ich trinke Kakao. Genau. Ja, also zumindest haben wir einen Kaffee in der Sendung. Ja. Gut, aber kommen wir zum Wetter. Wetter bleibt so, wie es ist, sozusagen. Also es gibt wieder Schnee fast im ganzen Land und es wird sehr, sehr kalt. Ich weiß nicht, habt ihr was geplant fürs Wochenende? Rausgehen oder so? Ja, schon. Also wir würden gerne, also am Samstag, denke ich mal, ein bisschen faulenzen, Hm. erholen. Für Sven natürlich den Stress auf jeden Fall. Oh ja. Aber am Sonntag nach Hetykő. Hetykő ist auch in Gyermoson-Sopron-Region eine wunderschöne kleine, hat sagen wir so Stadt, aber ich denke, das ein bisschen ganz dörflich. Gibt es da auch ein sehr, sehr gutes Thermalbad, sehr bekannt. Und viele Österreicher besuchen auch diese Stadt, weil ganz in der Nähe natürlich zu der österreichischen Grenze von der Seite Sopron. Und da möchten wir ein bisschen Ausflug machen, meinen Vater besuchen. Also Ja, das sehr ist schön. schon Aber gut. aufpassen, denn im Land kann es ganz bis zu minus 15 Grad am Sonntag werden. Also
Ich glaube, in Győr haben wir es nicht so schlimm, minus 9, minus 10. Oh, aber naja, wenn ihr mit dem Auto reist und einen Platz findet, da, wo ihr nicht draußen sein müsst, dann ist das doch ganz okay, finde ich. Ja, aber wie gesagt, also es gibt Schnee, es gibt auch viel Nebel und rutschige Straßen wie immer. Und ja, also diese minus 15 Grad ist natürlich noch kein Rekord, aber es ist schon ziemlich kalt, denke ich mal. Also aufpassen. Ja, auf jeden magst Fall. Du auch eigentlich das den kaltes Wetter oder lieber warm? Naja, dieses zu kalte Wetter finde ich nicht so gut, weil manchmal ist man da so, dass man rausgehen möchte, aber man kann ja nicht so lange dann. Gestern Abend auch bin ich schon zusammengefroren, aber wir hatten einen kleinen Spaziergang, natürlich vor 8 Uhr. Muss man sagen. Ja, das wollte ich auch fragen. Sie kontrolliert das immer. Aber ja, das also schöneres Wetter finde ich besser. Wie gesagt, ich wünsche mir einen guten Balaton, einen guten Langosch. Mhm. Das weiß ja jeder Zuschauer. Gestern habe ich darüber auch gesprochen, dass ich jetzt gerne am Balaton wäre. Aber ich habe auch mit dem Winter kein Problem. Ich bin okay ein ganzes Jahr. Und du? Was ich schon auch am Montag gesagt habe, ich bin Frühlingskind, also Winter mag ich gar nicht. Also natürlich finde ich wunderschön, aus einem warmen Zimmer sehen, ja, wenn es schneit und alles weiß. Aber 2-3 Tage und dann kann schon 20 Grad sein, also Minimum. Und schön natürlich bummeln am Balaton, also das hoffentlich kommt gleich. Ja, aber in Ungarn zum Beispiel hat jeder Jahreszeit ihre eigene Reize, denke ich mal. Also das stimmt. Ist immer schön. Das von stimmt. Innen oder von außen? Das könnt ihr entscheiden. Ja, also ich denke mal, wir können zu den News kommen und Kotta fängt dann mit den wichtigsten von diesem Tag sozusagen. Ja, okay, also ich beginne jetzt mit den Nachrichten. Erstmal möchte ich ein bisschen über Müller-Cecilia. Müller-Cecilia gestern hat ganz genau gesagt, was ich heute auch mit den Zahlen zeigen wollte, dass Gott sei Dank die Verheilten sind doppelt mehr als die aktiv Infizierten. Das ist schon natürlich eine gute Nachricht und wir sind in der Nähe zu Ende der zweiten Welle. Aber natürlich die Schutzmaßnahmen muss man weiterhin behalten, also sind noch immer sehr wichtig. Und die Impfstoffe kommen jede Woche nach Ungarn, bis jetzt vom Pfizer. Also viele Krankenschwesterärzte wurden schon geimpft mit dieser Pfizer-Impfstoff. Und kommt noch Moderna Vakzin. Also ja, Moderna ja. Vakzin. Also diese zwei Vakzine sind jetzt momentan erreichbar. Aber damit, dass wir die Kapazitäten erhöhen können, untersuchen wir auch andere Quellen, hat Müller-Cecilia gestern gesagt. Und heute, wie wir schon alle wissen, wenn Freitag ist, dann um 7:30 Kossuth Radio, unser Präsident Orbán Viktor macht immer ein Interview. Und er hat damit begonnen, dass insgesamt der ganz genaue Zahl 105.728 Menschen wurden schon geimpft. Die meisten natürlich von dem Gesundheitssystem und von dem Altenheim. Sie möchten natürlich so schnell wie möglich auch die sogenannte dritte Gruppe beginnen. Das ist natürlich die über 60-jährige Menschen, die besonders gefährdet sind. Aber natürlich, das Hauptthema war für ihn heute erstmal das Impfstoff. Das natürlich in EU, in Brüssel, haben sie besprochen, dass sie zusammen natürlich von Pfizer und von solche Impfstoffe besorgen, was sie natürlich zusammen aufsuchen und wie besprochen haben. Aber der Herr Orbán sagte, das ist ein bisschen schwer, weil kommt ganz, ganz langsam. Und er möchte natürlich auch einzeln verschiedene Fabriken aufsuchen und wartet aus China und aus Russland Vakzinen. Natürlich darauf die Reporterin, dass ja, aber in EU war das nicht so besprochen. Und dann hat er einen interessanten Satz, ganz genau will ich sagen, wie er gesagt hat. Sehen Sie, bis 100 ungarische Menschen pro Tag sterben, beschäftige ich mich nicht mit dem griechischen Mann, der gesagt hat, das darf man nicht auf Einzelweg gehen, sondern natürlich zusammenhalten.
Naja, das werden wir sehen, wie das geht. Aber natürlich, seine Hoffnung ist groß und sagte, wenn das ungarische Gesundheitssystem sagt, dass die chinesische Vakzinen kommen können, also natürlich genau untersucht geworden sind, dann ganz schnell können wir viele Menschen impfen lassen. Und dann das schönste und beste Drehbuch wäre für ihn, Frühling, Anfang Sommer, können wir schon unser altes Leben führen. Aber natürlich haben sie auch darüber geredet, dass schön, dass wir jetzt sagen, dass wir werden bei der Ende der zweiten Welle, aber in westlichen Ländern, wie zum Beispiel Deutschland, Österreich, Frankreich, reden sie schon über die dritte Welle. Und darauf hat er auch gesagt, dass natürlich die Maßnahmen muss man noch behalten und muss man natürlich Maskenpflicht und Ausgangssperre, also das einige Zeit noch behalten, aber wir werden sehen, wie das weiterhin geht. Und, aber er hat riesengroße Hoffnungen, wie ich gesagt habe, auf die chinesische Impfungen, Impfstoff. Und ja, worüber hat er noch geredet? Jetzt muss ich ein bisschen nachdenken, weil er hat noch etwas, also er hat über mehrere Dinge Interview gegeben heute, aber was wichtigste war für ihn der Impfstoff. Ja, und die Reporterin hat von ihm auch gefragt, dass, wie meinen Sie, weil die Jugendlichen, aber im Allgemeinen natürlich, jetzt sollen wir nicht nur über die Jugendlichen reden, weil alle Menschen wollen schon wieder die Freiheit zurückbekommen, wollen wieder reisen, frei bewegen, nicht, dass um 8 Uhr müssen wir schon zu Hause sein, sondern wieder so frei sein, wie natürlich vor einem Jahr wir noch waren. Und er sagte, das ist auch sein größter Wunsch, kann jeder vorstellen, dass für jeden ist das eine sehr, sehr harte Zeit und er kämpft dafür, dass so schnell wie möglich wir wieder zu dem Realität, zu dem normalen altes Leben zurückkehren können. Und er hat natürlich auch über den Wirtschaft einige Dinge erzählt, aber ich gebe jetzt für Nico dem Wort. Ja, danke schön. Also ja, wie immer hat er ja auch über die Wirtschaft gesprochen und jetzt was ganz Interessantes ist in Planung. Ab nächsten Jahr, also ab 2022, soll für unter 25-Jährige eine steuer- und abgabenfreie Gebühr bezahlt werden. Also damit man auch zu mehr Geld kommt, die jüngeren Leute, die vielleicht noch nicht so viel Geld beiseite gelegt haben konnten, soll das jetzt ab nächstes Jahr helfen. Und das ist eigentlich ganz schade, weil ich seit 2 Monaten 25 bin und naja, ich wäre da auch gerne drin gewesen in diesem. Naja, aber ja, gut für alle unter 25-Jährige, also das ist jetzt ab nächstes Jahr geplant. Und die Reporterin hat auch gefragt, wie es sein kann, dass es jetzt zu mehr, also die wirtschaftliche sozusagen Boom ist jetzt gekommen und hat Orban gesagt, dass ganz klar, man sieht, dass die Menschen arbeiten wollen und das hat jetzt auch zu so einem größeren Profit, ein Wachstum geführt. Und natürlich hat er auch dazugelegt, dass letztes Jahr wurden 430 Milliarden Forint an Steuererlassungen an die Großbetriebe und an die vor allem Lebensmittelmarkt und Industrie gegeben. Und es ist noch ganz interessant, dass jetzt im Dezember 2020 mehr Menschen gearbeitet haben in Ungarn als im Dezember 2019. Also das ist ganz interessant, weil wir wissen, im März und April war das ja einer der größten Probleme war, dass viele ihr Job verloren haben oder Kurzarbeit gehen müssten. Aber wie man sieht, in diesem ja knapp ein Jahr, ein bisschen mehr als ein halben Jahr ist das dann geändert worden und da war mehr Arbeitsplatz als im vorherigen Jahr. Und das war eine ganz interessante, ja sozusagen eine ganz interessante Info. Aber wir werden sehen, also jetzt mit den Arbeitsstellen geht es, glaube ich, auch höher, wie ich bemerkt habe. Also wird das doch ganz okay sein, finde ich. Ja. Und ich gehe auch noch weiter, aber ich trinke noch einen Schluck Kaffee. Trinke ich auch dann einen Schluck Kakao. Ja, dein Kakao wird auch kalt. So jetzt, dass ich weiß schon, wie man das trinken soll. Das ist ganz gefährlich, das ist nur für Profis, diese Tassen. Ja, leider müssen wir auch eine sehr schreckliche, tragische Trauernachricht erzählen oder zeigen. Dieses Auto ist leider mit 4 Personen einer ganzen Familie. Im Autobrand ist da eine Familie gestorben, als dieses Auto im Hintergrund sieht man diesen Autotransporter
bei der Hauptstraße 813 kollidiert sind, bei Jör. Und leider ist das Unglück in einem Feuer geraten. Also das Auto, wie man sieht, auch komplett abgebrannt und die Familie konnte man nicht mehr retten. Der Fahrer vom Autotransporter hat auch gesagt, er hat alles versucht. Er versuchte, das Feuer zu löschen, aber es verbreitete sich zu schnell. Und leider ist die Familie dann dort vor Ort gestorben. Und jetzt sind natürlich noch Untersuchungen, wie so einfach ein Feuer bei einem Auto so schnell sich verbreiten konnte. Und ja, das ist sehr traurig. Das ist wirklich schrecklich. Also. Aber was ein bisschen Besseres haben wir hier in Vácrátot. Und zwar gehen wir mit diesem Säubern wir das Land-Programm weiter. Ich weiß nicht, Kotta, hast du davon schon mal gehört? Säubern wir das Land? Habe ich schon, also von euch ja. gehört, aber ja, sonst... Wir sagen das immer, weil ihr wisst ja, ich bin ein sehr großer Naturfreund, also finde ich das eine sehr gute Idee. Also säubern wir das Land, ist ein ländliches Programm mit Regierungsgeldern und Förderungen, das die illegalen Müllentsorgungen beseitigt, also wie man auch am Bild gesehen hat. Ich zeige es vielleicht nochmal, das ist bei Vácrátot. Jetzt funktioniert das Bild wieder, okay. Und mit ca. 3 Millionen Forint, also ca. 8.400 Euro Regierungsgeld, konnte man diese illegale Müllentsorgung, Entsorgungsstelle sogar, befreien von dem Müll, weil am Stadtrand, das ist da im Stadtrand, da sind 200 Kubikmeter Müll entsorgt worden und das ist schon eine ganz schöne Leistung, finde ich. Und wenn wir so weitermachen, also letztes Jahr waren ja auch sehr, sehr viele solche illegalen Müllentsorgungsstellen behebt worden. Also ich glaube, in ein paar Jahren können wir schon über ein saubereres Land uns freuen und wir hoffen, das geht dann auch so weiter in diesem Takt, denn das wäre sehr schön, und unsere Natur wieder zurückzubekommen, finde ich. Das glaube ich auch und das können wir auch sagen, ja. Dass unser Bürgermeister in Jör kämpft auch sehr gegen die illegale Müll. Und wir haben sogar eine App. Ja, und er ist sehr, sehr hart dran. Das Jörg muss natürlich sauber sein. Und das finde ich schön und das finde ich auch wichtig. Genau, und du hast auch noch was für uns, oder? Leider habe ich auch nicht so schöne Nachricht. Dazu haben wir auch kein Foto, aber das wollen wir, denke ich mal, alle nicht sehen. Heute in der Nacht, circa um 1 Uhr, wurde die Polizei verständigt, dass in Budapest im 11. Bezirk wurde ein Mann bis zum Tod geschlagen und an Ort ist auch gestorben. Das, wie wir gehört haben, es war Diskussion zwischen mehreren Männern und dieser Mann wurde bis zum Tod geschlagen. Also die Aggression heutzutage ist wie ich bemerke, ein bisschen stärker und mehr. Aber das finde ich so traurig, sowas, wenn man solche Dinge hört und liest. Ja, also das ist nicht so schöne Nachricht, aber ja, das ist auch in Ungarn. Ja, leider kommt das vor. Und man sagt ja auch immer, bei so einem Streit nicht in einen Kampf rein, weil man vergisst das am nächsten Tag, dass man sich gestritten hat, aber es lohnt sich nicht zu sterben oder ins Krankenhaus zu gehen. Ganz also genau. Ganz lieber genau. So ein Konflikt einfach weg und nicht damit, ja, man vergisst das sowieso. Also ich habe da noch eine bessere Nachricht, weil Betrüger wurden wieder gefasst. Diese Woche ist das schon das dritte Mal, wo ich über Betrüger oder Kriminelle spreche, die gefasst wurden. Ist ganz, ganz gute Arbeit von der Polizei, finde ich. Also das waren Betrüger, die wieder den typischen Enkeltrick benutzt haben. Ein 23-jähriger Mann und eine 22-jährige Frau. Und ja, sie haben so also ihr Geld. Aber wenn sie bis nächsten Jahr gewartet hätten, hätten sie dann auch die Steuererlassung bekommen von Orban. Also aber sie haben sich entschieden, den Enkeltrick zu machen. Leider, vier ältere Damen wurden von ihnen, ja, sie waren die Opfer. Insgesamt wurden 7 Millionen Forint von vier älteren Damen, ja, sozusagen rausgetrickst. Also das sind 19.500 Euro. Und dieser letzte Fall, wo sie gefangen wurden, das war, dass der Mann angerufen hat bei dieser älteren Dame und gesagt hat, er ist ein Polizist und die Tochter von ihr in einem Autounfall ist und sie brauchen Geld. Und natürlich mussten sie
Also diese ältere Dame, die hat das natürlich geglaubt. Sie hat nur an ihre Tochter gedacht und hat sofort dann Geld und Schmuck und so. Aber dann wurde die Polizei auch, die wirkliche Polizei, benachrichtigt. Und so konnte man dann diese beiden Betrüger fangen. Und das sind dann zwei Betrüger weniger auf Ungarns Straßen, finde ich. Also ist trotzdem eine Happy End sozusagen. Also nicht die betrogenen Opfer, die sind ja leider... Vielleicht haben sie ihr Geld ja zurückbekommen, aber man weiß nicht. Aber trotzdem, ganz gut, dass sie dann da rausgekommen sind, finde ich. Und jetzt, was kommt jetzt? Also, ich denke, dass jetzt kommt natürlich der Hund, genau. Oder? Ich wollte es von dir hören. Weil ich sehe, ich habe jetzt gerade, also weil am Montag war ich also natürlich so allein und dann hatte ich natürlich ein bisschen Angst, dass ich auch die Kommentare lese, aber ich habe schon von Klaus Stefan gelesen, dass ob wir jetzt auch Hund sehen können oder sollen wir Foto über unser Kätzchen zeigen, über Mitzi. Mitzi geht sehr gut, aber jetzt momentan haben wir kein Foto. Aber wir besprechen mit Sven, dass am Montag natürlich soll er auch auf jeden Fall ein Foto zeigen. Aber vor dem Hund, Entschuldigung, ja. Über die Grenze. So, ja. Der Sven hat auch für uns schon Bescheid gegeben, dass heute wird er noch live kommen und für unsere liebe Zuschauer zeigen, wie jetzt momentan bei der Grenze aussieht. Also sicher könnt ihr sein, also die liebe Zuschauer können sein, dass Sven kommt noch heute live und zeigt, wie bei der Grenze ist. Das, wie der Nico gestern schon auch bekannt gegeben hat, das ist wichtig, dass heute, also ab Freitag in Österreich, auch diese Online-Registrierungssystem gibt, sogar auch für die österreichischen Staatsbürger. Und natürlich sind Ausnahmen wie zum Beispiel Geschäftsreisende. Es gibt ein Formular, was wir für euch auch, ich muss damit ein bisschen mehr beschäftigen, aber am Wochenende schaue ich mal, wo man das runterladen kann, weil auch natürlich diese Ausnahme, zu dem Ausnahme gehört das Gesundheitstourismus. Wenn jemand natürlich einen Arzt besuchen muss, dringenden Arzttermin hat, dann mit diesem Blatt soll man runterladen, ausdrucken und natürlich mit ärztlicher Bestätigung können natürlich ganz ruhig nach Ungarn einmal einreisen. Das ist überhaupt kein Problem mit der Bestätigung. Und auch nach Österreich wieder bei der Einreise ist das so, dass natürlich dann ohne Quarantäne, ohne Test und ohne Probleme können Sie wieder natürlich in Österreich zurückfahren. Aber darüber mehr Informationen geben wir spätestens am Montag. Aber heute kommt der Sven noch live und zeigt für uns, wie natürlich die aktuelle Situation bei der Grenze aussieht. Und ja. Jetzt kommt dann der Hund. Ja, und ich stelle ihn mal vor. Wir haben heute den Lincoln, also ein Präsident von der USA. Oh, ist unglaublich. Aber ja, ein sehr schöner Rüde. Lincoln heißt er. Und Kotter wird jetzt die Infos über ihn euch sagen. Also, er ist auch ein Rüde, ein Mischling von dem Rasse. Aber wie ich sehe, also für mich natürlich alle Hunde sind sehr süß. Also viele sagen, das sind natürlich nicht so schöne Hunde oder etwas, aber ich denke, hässliche Hunde sind gar nicht. Und er hat so ein süßes Kopf auf Gesicht, also finde ich wunderschön. Er ist geschätzt geboren im 2014. Braune Farbe hat mit hellen Abzeichen, das kann man auf dem Foto sehr gut sehen, und geimpft, kastriert und gechippt und circa 46 cm groß und er befindet sich in Nyíregyháza. Er heißt, wie der Nico schon auch gesagt hat, Lincoln und Zustand mit einer Schusswunde quasi in letzter Minute bei der Kollegin. Also er wurde natürlich in dem letzten Moment eigentlich gerettet. Das ist eine Schusswunde, was man bei dem Fuß sehen kann. Und Lincoln ist sehr, sehr freundlich, geht natürlich sehr, sehr gut und freundlich mit den Menschen um und hat keine Probleme, auch natürlich mit den Menschen selbstverständlich, aber auch mit dem Artgenossen. Wir hoffen auch sehr, dass er sehr schnell einen Eigentümer bekommt, weil er verdient das, denke ich mal. Alle Hunde, ja. Also ich bin sehr hundfreundlich und auch Katze, aber ehrlich gesagt, wenn jemand von mir fragt, Hund oder Katze,
dann sage ich lieber Hund. Ich sag Katze, also okay, ist ganz gut. Das ist so gut, ja. Aber alle Infos über Lincoln findet ihr schon auf unserer Webseite unter dem Rubrik Tierschutz. Und da haben wir schon den Artikel online gestellt. Und da sind auch alle Kontakte zu den Vermittlern und zu dem Tierheim auch. Und da könnt ihr alles über ihn lesen nochmal. Ja, und was kommt jetzt? Wieder ein touristischer Tipp, oder? Weil gestern habe ich ja über Solo Santo gesprochen und diese Friedensstupa. Und da hat unsere Ungarn TV Scout Barbara hat uns noch welche Bilder geschickt, weil sie hat ja gesagt, dass sie da war. Und ich mache nochmal noch Facebook auf, damit wir die Kommentare sehen. Oh, Sabine hat 4 Katzen. Sehr schön. Mhm. Und ja, hier haben wir noch viele Bilder von Solo Santo. Hier sehen wir wieder diese Stupa in Schwarz-Weiß. Das ist ein ganz schönes Bild. Und hier ein bisschen weiter weg mit diesen Gebetsfahnen, nennt man die, glaube ich. Mhm. Und wie wir erfahren haben, gibt es da auch ein Meditationszentrum da bei der Stupa und man kann das auch besuchen. Und hier gibt es sogar einen kleinen Shop bei der Stupa. Hier kann man auch tolle Sachen kaufen. Ich glaube, alle irgendwas mit dem buddhistischen Wert und Flair. Also ganz schön, aber Barbara hat dann auch gesagt, dass es Solo Santo auch sehr toll für Wanderungen ist. Und ich finde, jetzt ist das fast der einzige touristische Möglichkeit sozusagen wandern gehen, oder? Also einfach rausgehen und wandern. Schön. Frische Luft, das ist eh gesund. Ja, jetzt ist sehr frisch die Luft im Januar. Das stimmt auch, ja. Aber wie ihr seht, da gibt es auch einen Aussichtsturm und die Aussicht ist da grandios. Also in Richtung Balaton kann man da auch sehen, wie die Stupa auch in die Richtung Balaton guckt. Und es gibt auch ein Naturschutzgebiet, hat Barbara gesagt. Und natürlich das Heilbad ist auch ganz bekannt. Sehr und schön. Ja, das ist ja nicht weit weg von Hevis. Also wenn man in Hevis ist, wenn man am Balaton ist, kann man, ich glaube, eine halbe Stunde oder 40 Minuten Fahrt, ja, kann man Solo Santo erreichen. Und wie ihr auf diesen Bildern von Barbara gesehen habt, ist das alles hier wunderschön, ganz ruhig, ganz naturnah. Also lohnt sich ein Besuch auf jeden Fall. Warst du schon mal da eigentlich? Ich habe nur Fotos gesehen, auch von Barbara auf jeden Fall schon einige. Und ich habe natürlich darüber gehört, aber also persönlich war ich noch nie da. Mhm. Aber jetzt habe ich natürlich auch Lust bekommen. Ja, ich auch. Also aber wunderschöne Fotos. Ich weiß nie, ob ich, wenn wir über eine Stadt reden, im Komitat Solo. Das Problem ist, dass in Solo beginnt fast jede Stadtname mit Solo. Und da wird man ein bisschen durcheinander. War ich da, weil Solo Comar, Solo Santo, Solo Egersek. Ja. Also alle beginnen mit Solo. Und ich bin sicher, da war ich schon, also als Kind auch und jetzt die letzten paar Jahre auch. Aber ich weiß nicht, in welcher Stadt und welchen Dörfern. Also, aber auf jeden Fall wissen wir jetzt, das ist Solo Santo mit der Stupa auf dem Berg. Und wie ihr auf den Bildern gesehen habt, sehr schöne Wandermöglichkeiten. Also ja, auf jeden Fall empfehlenswert, glaube ich. Das glaube ich auch. Ja. Und jetzt lese gerade, dass Andreas Heil schreibt, das Papa ist auch sehr schön. Das stimmt. Genau. Und auch den Zerwalbad ist auch sehr gut. Und natürlich der Campingplatz ist auch spektakulär. Und das super. Restaurant da ist auch super. Oh ja, das stimmt. Also wenn wir über die Gastronomie reden und wenn also wir als echte ungarische Leute, also mögen sehr unser Magen und es ist richtig sehr lecker. Ja, aber jetzt fällt mir gerade ein, wir haben eine Sache vergessen. Und ich habe heute keinen Witz, leider. Oh, weil schade. Diese Woche habe ich immer einen Witz mitgebracht, damit wir auch ein bisschen lachen am Ende der Sendung. Aber vielleicht hat jemand einen guten Witz, den warten wir dann ab, oder? Oder hast du einen? Also ich habe eins, aber das habe ich gestern im WhatsApp bekommen. Aber das ist eigentlich gegen die Frauen. Und als Frau, ich weiß nicht, ob ich das jetzt mitteilen möchte. Aber vielleicht, also ich probiere, weil ich habe den Text jetzt nicht vor mir ganz genau. Aber kommt ein Räuber zu einem Mann und schreit: Geld oder Leben, sagte der Mann. Ich bin verheiratet. Ich habe kein Geld, kein Leben. Und der Räuber und der Mann haben sich umgearmt und zusammen geweint. Das war eine traurige Geschichte. Ja, das ist ein bisschen, ja, wie sagt man, abstrakt oder ein bisschen grotesk, oder? Naja, das hat sicher ein Mann natürlich geschrieben, aber Ludwig hat uns einen Witz geschrieben. Ja, er schickt jeden Tag einen Witz sogar. Ja, und den lese ich auch immer vor, aber schön. Jetzt liest du ihn mal vor. Das Telefon klingelt beim Kaktussammlerclub.
Kennen Sie spezielle Kakteen? Kakteen. Ja, Kakteen. Ja, zum Beispiel Areocarpus, Lopopora, Meriokaktus, Obregonia, Turbinicarpus, Uebelmania. Das war's, das war's. Was meinen Sie, Sie wollen eine davon kaufen? Nein, ich mache nur ein Kreuzwort. Rätsel. Okay, gut. Ja, aber ich lese das dann auch mal liest du mal in Ungarisch vor. Und weil ich also Ungarisch, ja. A kaktuszgyűjtő klubjában csörög a telefon. Önök ismernek különleges kaktuszokat? Igen, például Areocarpus, Lopopora, Melocactus, Obergonia, Turbinocarpus, Uebelmania. Na ez az. Hogy érti, ilyet szeretne vásárolni? Nem, csak éppen keresztrejtvényt fejtek. Ja, ez a... Sehr, gut. Ja, aber mit den Wörtern, mit diesen lateinischen Wörtern wird es immer schwer, egal in welcher Sprache man. Also das ja, aber ganz toller Witz, finde ich. Und ich lese das normalerweise seit gestern oder vorgestern lese ich das auch in Ungarisch, weil vielleicht versteht das auch jemand, vielleicht lernt jemand was dazu. Das stimmt auch. Und viele haben auch zimmerfertige Shows, weil ich habe gesagt, sehr guter Film. Ja, zimmerfertig. Ja, das ist sehr lustig. Lachen ist immer gut. Also ja, vor allem in diesen Zeiten. Und Zimmer verliest ja auch auf YouTube, das ist der ganze Film. Und ganz, ganz gute Qualität. Das habe ich nicht gewusst. Ja, aber keine ich weiß nicht, ob es dafür überhaupt deutsche Untertitel gibt. Das weiß ich nicht. Muss aber, man natürlich checken. Aber wenn man nur das sieht, ist es auch witzig, finde ich, weil es hat einen besonderen Stil. Es ist ja, ich glaube, ich habe mal gelesen, es ist so aufgenommen worden, dass sie, also zurück, sie haben das, die Geschwindigkeit haben sie dann rückgängig gemacht. Also es ist alles zurück und schneller gemacht. Und es ist mit so schiefen Kamerabildern. Ist auch eher so schräg. Also ist ein ganz schräger Film und ein ganz witziger Film. Also wer es noch nicht gesehen hat, sollte auf jeden Fall sich angucken. Gestern haben wir ja auch den kleinen Wuck gehabt als Tipp, habe ich gesagt. Ja. Wir haben ein sehr schönes Foto von einem Fuchs gezeigt und da habe ich gesagt, ja, ihr müsst euch auch Wuck angucken. Ganz genau, das ist ein sehr süßer Film und natürlich sehr, sehr viele Wahrheit, also kann man natürlich davon mitkriegen. So, ja, ich denke, wir haben alles, oder? Ich glaube auch, also was wir versprechen, natürlich, ich hoffe, dass der Nico selbstverständlich, aber ich war auch nicht so schlimm und vielleicht manchmal kann ich noch auch bei der Kaffeetasse teilnehmen. Ich würde mich freuen. Aber Montag kommt der Sven. Das der können Boss. Wir versprechen, der Boss. Und natürlich, heute kommt er, wie wir schon gesagt haben, in live von der Grenze. Ja. Also sagen wir so, ich sage jetzt dann Ungarisch und sag du Deutsch. Alles klar. Gyönyörű szép hétvégét kívánunk mindenkinek, és hétfőn 9:30 Svennel virtuális Kaffeetasse. Wir wünschen jeden ein wunderschönes Wochenende und am Montag 9:30 ist dann wieder virtuelle Kaffeetasse mit Sven, mit dem Original Kaffeetassenmann. Ganz genau. Also wir verabschieden uns und wir sagen dann schönes Wochenende. Also aufpassen am Sonntag, da wird es richtig, richtig kalt, aber trotzdem ein bisschen frische Luft genießen und natürlich aufpassen, immer auf den Straßen und so. Und ja, dann wünschen wir noch mal schönes Wochenende und siastok. Schönes Wochenende, tschüss.